bin auch sehr gespannt. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr gespannt, wie der Kampf jetzt beginnen. Man sieht schon, andere Gewichtsklasse. Ja, ja. Mohani deutlich der Größere, was ihm auch zugute kommt mit der Reichweite. Schauen wir mal, was er, ob er sich ausspielen kann. Mohani fängt gleich an mit einem Kick zur Leber. Kein Abtasten da. Mohani fast ein bisschen Karate-Sens, jetzt ist er überrannt worden kurz. Landet am Boden. Galetovic versucht sich den Rücken zu holen, hat kontrolliert jetzt, versucht die Hooks reinzukriegen. Macht den Bodylock zu, hat die Hand auch unterm Kinn und da hat er... Oje, das ist aber eng. Er hat bis jetzt nur die rechte Hand unterm Kinn, aber ja, die ist tief drinnen. Mohani darf ihn nicht schließen lassen, muss verteidigen. Er muss auf den Schauen, die Hand blockieren, hat, macht genau. Das sehr gut, ja. Muss sich versuchen rauszudrehen jetzt. Was? Galetovic hat den Griffwechsel jetzt wieder, versucht mit der rechten Hand jetzt unter das Kinn zu kommen. Mohani kämpft, versucht sich rauszukämpfen. Oh, ja, der ist zu, kriegt die Hand nochmal auf. Kommt er nochmal raus, das wird spannend. Ah, und da ist Kampf. Oh, was war jetzt? Mohani hat nicht geklopft. Ja. Hat nicht abgeklopft, dann hat er geschenkt jetzt, Galetovic. Da war er schon in einer sehr, sehr guten Position. Ja, der hat den schon zugehabt, den Rear Naked Choke. Aber du musst immer warten, bis der Referee dazwischen geht. Genau. Bevor ist der Kampf nicht aus. Und da sehen wir es wieder. Galetovic versucht gleich wieder Mohani am Boden zu kriegen. Hat jetzt einen Single Leg Takedown hingekriegt. Landet auf der Mount. Mohani jetzt unten am Rücken, muss versuchen raus zu explodieren. Mohani dreht ihm jetzt wieder den Rücken zu. Nicht so eine gute Idee, weil nachdem er vorher schon fast einen Rear Naked Choke gehabt hat, also er hat ihn gehabt. Kann jetzt auch wieder die Body tragen. Oh, Mohani dreht ihn raus. Armbar-Versuch von Galetovic. Und jetzt ist Mohani in der Side-Kontrolle. Half-Guard. Mohani muss aufpassen auf die Triangle hier. Dass Galetovic den Triangle nicht zumachen kann. Muss sich gerade machen nach oben und da ist die Triangle zu. Ja, für alle. Wir haben noch, oh, Mohani kommt da irgendwie raus noch. Galetovic versucht den Arm. Wie man sieht, wieder. Ist man am Rücken nicht immer im Nachteil. Galetovic schon das zweite Mal jetzt, lasst einfach den Schock aus, ja. Obwohl nichts passiert ist. Also Mohani hat weder tappt noch sonst was. Hat den Rear Naked Choke zur Gänze drinnen gehabt, den Triangle Choke gehabt. Schon sehr gespannt, was die Ecke da jetzt zu ihm sagt. Würde mich auch interessieren jetzt. Ja. Mohani muss ein bisschen Ruhe reinbringen. Der Letovic gut gearbeitet am Boden bis jetzt, aber ja, wie gesagt, zweimal hergeschenkt. Also wieder den Choke auslassen. Das ja, darfst du nie machen, nur egal was mit dem Gegner ist, weil wenn er einschläft, schläft er ein. Es ist für jeden die Eigenverantwortung. Du kannst tappen. Wenn du nicht tappst, dann schläfst du ein. Aber du musst warten, bis der Referee kommt und dich trennt. Ansonsten ist der Kampf nicht vorbei. Wir haben das schon so oft gesehen bei Kämpfen, wo dann wirklich der was den Joke gerade macht, zum Referee sagt, hey, der ist weg. Oder, ja, ja, aber du, er kann nicht auslassen, weil du musst drinnen bleiben. Du musst warten, bis der Referee abbricht. Ja. Die Ringrichter, die Referees, die haben Ausbildungen, die wissen, was da los ist. Genau. Die sehen auch die Leute, die fragen auch die Leute. Ja, schau dir auch, du musst dir auch, der Referee gibt dir Anzeichen, zeig mir einen Daumen oder mach eine Bewegung oder sag was zu mir, was der, wenn du in einem Joke bist zum Beispiel, und das musst du Folge leisten, ansonsten ist der Kampf nicht vorbei. Wir kommen in die zweite Runde. Schauen wir mal, ob Mohani startet ähnlich, gell? Ja. Wie in der ersten Runde. Oh, Question Mark Kick von Mohani trifft gut. Der Latovic ist ein bisschen anklingend gewesen, habe ich das Gefühl. Holt sich den Fuß von Mohani und der versucht zu schlagen. Jetzt landen sie wieder beide am Boden.
Kaletovic in der Side-Kontrolle. Mohadi muss versuchen rauszuschrimpen. Muss sich einen Underhook holen und Platz machen, das Knie reinbringen zwischen die, also in die Hüfte, damit er rauskommt. Gibt ihm jetzt, Mohadi gibt wieder den Rücken her zu Galetovic. Der hat sich den Seatbelt geholt gleich, kontrolliert den Oberkörper, versucht unten die Hooks reinzukriegen, um auch den Unterkörper zu kontrollieren und den Gegner zu strecken. Was er jetzt gerade wieder versucht, Galetovic. In der sitzenden Position, man sieht, er versucht die Füße reinzubringen. Zu der Hüfte von Mohadi. Mohadi dreht sich wieder am Bauch, was nicht gut ist. Man sieht, Galetovic hat den Arm wieder drinnen. Und da kann man nicht viel machen aus dieser Position, wenn du unten bist. Ich sehe, ja, Dicker, das Gute ist, er hat die Hooks nicht drinnen, die Füße nicht drinnen. Er kann ihn nicht ganz strecken, also du hast nicht die ganze Power. Aber ich sehe nicht, ob die Hand drinnen ist oder nicht. Ja, da ist zu und da ist der Tap. Zum zweiten Mal gemacht, zum Rear Naked Choke rein. Ich glaube, man hat jetzt kurz ein bisschen überraschen lassen. Hat kurz ein bisschen mehr gehofft auf ein Stand-up Striking-Match. Schade, dass wir nicht mehr im Striking gesehen haben jetzt. Genau. Aber wir haben wir wieder einen Klassiker gehabt, Striking gegen Grappler. Ja. Du musst halt als Standkämpfer, du musst die Distanz gut einschätzen können, du musst auf deine Angriffe aufpassen, du musst gut einteilen, was du schlägst, ob du kickst oder ob du boxst, weil mit Kicks bist du leicht umzulaufen, was wir hier auch gehabt haben ein, zwei Mal, dass Galetovic Mohadi einfach nur umgelaufen hat, wo er am Fuß gehabt hat, und dann auch beim Catch, wo das war, ja. Im Endeffekt vielleicht auch diese 5 Jahre Altersunterschied, diese 5 Jahre mehr Training, machen schon aber aus. Ich glaube, das liegt gar nicht so sehr am Training. Das 5 Jahre Unterschied, vor allem als 15-Jähriger und als 20-Jähriger. Der 20-Jährige hat eine ganz andere Kraft. Meine Damen und Herren, willkommen zum offiziellen Ergebnis. Sieger durch Submission Rear Naked Choke in der zweiten Runde. Minute 1. 43. Mihail Galetovic! Kann man am Anfang auch des Kampfes sagen, ein bisschen dieser jugendliche Optimismus, den Mohadi mitgebracht hat? Ja, denke schon auch, Koste. Aber da ist nichts verloren. Der, wie gesagt, der Bursch ist 15 Jahre, der hat noch die ganze Zukunft vor sich. Und das ist ja das Schöne beim Amateur. Du bist, es ist zwar gerankt, du bist gelistet, du hast den Rekord, aber es ist Amateur. Und du hast so viel Zeit mit 15 Jahren, der kann Amateur kämpfen, bis er 20, 21 ist. Und erst, meiner Meinung nach, macht es erst auch dann Sinn, ins Profi zu wechseln, weil körperlich, du darfst nicht vergessen, körperlich die Struktur, die Muskelstruktur, alles drum und dran, ist einfach stärker, wenn du älter wirst. Ich merke das selber bei mir, ich bin jetzt über 30 und bin in der besten Form meines Lebens, so was technisch, körperlich angeht, alles, also es kommt schon mit der Zeit auch. Ja, mit 15 ist noch sehr viel Luft nach oben. Ja, extrem, also da ist noch alle, da ist nichts zu spät. Ja. Das sind, glaube ich, gute Erfahrungen. Mihail, auf jeden Fall, wie fühlst du dich nach dem Ergebnis? I'm really happy. Fight was really, really nice. Yeah, I'm happy. First round, there was 2 controversial situations. First, there was a rear naked choke, and then there was an armbar. You let go. How did you see this situation? Says I thought he tapped, but he didn't, so I let go. I think so. He tapped it, but You saw to feel the tap. Anything else you want to mention? Oh, he's a really good guy, 15 years old. Incredible, real fighter. Congratulations, Mihail. Hey, hello, Tata, for being awesome. Congratulations, Mihail. Oh, na, hier wieder sehr großer Respekt zwischen beiden Jungs.